Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem weiteren Minecraft-Video und heute geht es mal wieder um den Bunker, den wir gebaut haben, um den modernen Luxus-Redstone-Bunker. Denn der Bunker ist jetzt fertig und ich mache jetzt einmal eine Bunkertour für euch, damit ihr nochmal hier alles sehen könnt, wie der Bunker so aussieht und was wir jetzt im Endeffekt alles gebaut haben. Denn ich habe auch nochmal ein bisschen viel nebenbei gebaut und das Ganze nicht aufgenommen. Wir hatten ja schon insgesamt 7 Parts, also ursprünglich dachte ich ja mal, wir machen das in irgendwie 3 Parts, die jeweils eine halbe Stunde gehen und dann haben wir den Bunker fertig. Aber das hat sehr viel länger gedauert. Ich habe eben mal überlegt, also ich müsste schon so um die 30 Stunden jetzt an dem Bunker gebaut haben. Ja, ist halt eine ganze Menge und das werde ich euch heute auf jeden Fall alles zeigen. Ja, wie gesagt, ich mache öfter solche Minecraft-Videos, also wenn ihr sowas cool findet, könnt ihr gerne abonnieren. Der Link zu der Map wird auch in der Beschreibung sein, könnt ihr euch downloaden. Und auch nochmal der Link zur Playlist, wie wir den Bunker gebaut haben. Da sieht man so die großen und wichtigen Sachen. Und eine Sache, die ich nicht im Video gezeigt habe, ist dieses Bunkertor hier. Wir gehen jetzt nämlich gleich mal rein. Und ich glaube, das Bunkertor hat auch am längsten gedauert, weil ich einfach zu inkompetent war, quasi, um das Ganze zum Funktionieren zu bringen. Es hat sehr lange gedauert und ich habe sehr viel rumprobiert, aber jetzt funktioniert das Ganze. Und ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mit der Tour an. Hier haben wir, wie gesagt, das Bunkereingangstor, ist jetzt noch nicht so spannend. Vor allem ist die Tür auch halt verschlossen. Wir kommen nicht in den Bunker rein und hier ist auch nirgendwo ein Schalter. Und wie man jetzt in den Bunker reinkommt, ist eigentlich relativ einfach, wenn man weiß wie, denn man braucht ein bestimmtes Item, nämlich ein Netherstar und der Netherstar muss halt auch einen bestimmten Namen haben, in diesem Fall jetzt Key, da war ich sehr kreativ. Und was man jetzt noch wissen muss, ist, wo man den ganzen Netherstar denn hinschmeißen soll. Und zwar kann man den hier vorne in diese Ecke hier schmeißen. Wenn ich da den jetzt mal hinwerfe, dann wird er nämlich eingesammelt und das wird dann die Maschine unten erkennen und dann werden hier auch die 3 Pistentüren aufgehen und wir können in den Bunker hineingehen. Was ziemlich cool ist und hat, wie gesagt, relativ lange gedauert. Und ihr seht schon, die Türen gehen dann auch relativ schnell wieder zu. Und jetzt sind wir hier in dem ersten Raum, den wir, glaube ich, sogar noch in der ersten Folge gebaut hatten damals. Wie gesagt, die Playlist zum Bunkerbau wird verlinkt sein. Und hier können wir jetzt eigentlich noch nicht so viel machen, außer halt tiefer in den Bunker reingehen. Denn von hier kommt man nicht mehr raus. Das bedeutet, es geht halt nur in diese Richtung hier. Und dann haben wir hier die Dekontaminierungskammer. Da können wir einmal den Knopf hier drücken, dann gehen die Türen auf. Wir können reingehen. Und jetzt werden wir hier einmal abgespült und dann, ja, keine Ahnung, was auch immer, welche Seuche wir haben, Corona oder sowas. Oder, was weiß ich, irgendein Zombie-Virus. Und dann können wir hier weiter in den Bunker reingehen. Die Tür verschließt sich dann wieder, wir kommen wieder nicht weiter raus, sondern es geht eigentlich nur weiter nach vorne immer. So, was wir hier jetzt haben, ist erstmal so ein kleiner Auffangraum. Den haben wir, glaube ich, auch in der ersten Folge noch gebaut. Da haben wir dann hier so ein bisschen Stauraum, so eine Jukebox, wo man halt Musik hören kann. Und dann hier auch nochmal so ein paar Lazarettbetten, wo man irgendwie, ja, falls man verletzt ist, irgendwie vielleicht behandelt werden kann. Ansonsten, wie gesagt, habe ich immer auf Details geachtet, zum Beispiel hier oben so kleine Lüftungsschächte und so weiter. Das ist ganz cool. Und die Idee von dem Bunker war jetzt quasi, dass immer jemand oder irgendein Personalmitglied quasi im Bunker ist. Und das bedeutet, man kommt jetzt von hier nämlich alleine tatsächlich nicht weiter in den Bunker hinein. Außer man hat eben jemanden im Bunker, das kann ich euch mal kurz zeigen, der dann von hier diese Treppe quasi nach oben läuft und dann hier in den Kontrollraum kommt. Und hier kann man dann nämlich die ganzen Türen zum Beispiel aufmachen und die Schalter haben hier dann noch diverse andere Bedeutungen. Zum Beispiel haben wir einen Lichtschalter, das kann ich mal kurz machen. Und dann seht ihr hier, dass hier dann verstecktes Licht angeht, das ist dann hier unter den Teppichen zum Beispiel versteckt. Und dann kann man hier nämlich auch mal gucken. Was wir dann hier noch haben, ist auf jeden Fall noch der Schalter für die Türen. Den kann ich euch auch nochmal schnell zeigen, dann gehen hier nämlich alle Türen auf. Zum Beispiel hier auch dieser Kranschacht. Da haben wir dann 3x3 Türen wieder, ne 4x3 Türen sogar, die dann hier aufgehen. Und dann, ja, das hier soll so eine Art Kran sein, da kann man dann so seine Sachen raufpacken. Und das wird dann halt runtergelassen in den Bunker hinein, weil man natürlich nicht mit so viel Zeug halt vielleicht die Treppen hier runtergehen möchte. Wie gesagt, hier sind nochmal Treppen, ganz oldschool, falls irgendwie Stromausfall ist oder irgendwas kaputt geht, kann man ja immer noch Treppen benutzen, dafür braucht man ja keinen Strom. Und dann haben wir hier nochmal einen Fahrstuhl, der auch ziemlich cool ist, den werden wir auch gleich benutzen. Und wie gesagt, diese Tür hier geht dann auch auf und da kann man hier hinten auch reingehen und hier hinten gibt es dann halt, wie gesagt, nochmal so eine Personaltreppe, sage ich mal. Und dann haben wir hier so einen kleinen Aufenthaltsraum, wo man auch irgendwie sitzen kann oder sowas, wo man auch Schränke und Bücher hat und so weiter. Und wir haben ja auch noch mehr Schalter, wir haben ja auch noch einmal die die Dekontaminationskammer haben wir auch nochmal, die könnten wir jetzt auch aufmachen und da könnte man halt ganz normal durchgehen. Und auch für den Haupteingang haben wir hier einen Schalter, das bedeutet, wenn man erstmal im Bunker drin ist, kann man auch wieder rausgehen, wenn man möchte. Aber halt erstmal, wenn das überprüft wurde, sage ich mal. Und was wir denn hier noch haben, ist nochmal eine extra Tür, die gehört eigentlich nicht so zum Bunker, aber ich dachte, es wäre ganz cool, wenn man noch so einen Weg hat, wo man dann zum Redstone hier unten kommt. Ja, es sieht halt ein bisschen sehr wild aus hier tatsächlich, gebe ich zu. Ich bin auch nicht so gut mit Redstone, aber ich habe immerhin hinbekommen, was ich wollte. Auch wenn es hier ein bisschen länger gedauert hat mit dieser Maschine hier. Aber im Endeffekt funktioniert alles und das ist ja die Hauptsache.
Man könnte das Ganze natürlich bestimmt noch besser und hübscher bauen und so weiter, aber solange alles funktioniert, bin ich da zufrieden. So, und ich würde sagen, wir nehmen dann mal den Fahrstuhl nach unten. Wie gesagt, wir hätten dann hier den Kran, da hätten wir die Treppe, da hätten wir nochmal eine Treppe, die Personaltreppe quasi. Und dann haben wir hier den Fahrstuhl, der auch ziemlich cool ist. Denn ihr seht schon, in diesem Moment ist der Fahrstuhl gerade unten. Aber wenn wir den Knopf hier irgendwo, wo ich habe, da ist er. Und wenn wir den Knopf drücken, dann wird er nämlich von unten nach oben geschickt. Das ist eine ganz coole Idee, die habe ich auch in den Kommentaren gelesen. War eine ziemlich schlaue Idee und ich habe die halt auch umgesetzt. Ist auf jeden Fall sehr nice. Und wenn der Fahrstuhl dann hier ist, können wir uns da ganz einfach reinstellen und dann nochmal den Knopf drücken. Und dann geht's hier nach unten. Sieht natürlich ein bisschen komisch aus mit den Slime-Blöcken hier, aber ich denke, daran kann man sich gewöhnen. So. Und dann dauert das halt einen kleinen Augenblick, bis man dann nach unten kommt. Hier unten hätten wir dann nochmal einen Schalter, damit kann man den Fahrstuhl wieder nach oben schicken oder sowas. Und dann haben wir hier nochmal eine Tür. Und jetzt sind wir schon unten hier in dem Bunker. Und theoretisch, ich kann euch das mal hier simulieren, wäre die Tür hier natürlich zu. So, also da würde es dann tiefer in den Bunker reingehen. Und hier vorne hätte man dann den Gang, der dann von der Treppe quasi kommt. Also wenn man die Treppe nimmt, kommen wir dann hier an. Und hier vorne ist dann die Personaltreppe. Das bedeutet, ja, hier würde das Personal dann runterkommen. Hat hier nochmal ein bisschen Zeug, wo man halt Sachen lagern kann oder sowas. Und dann könnte man hier auch wieder Richtung Bunker gehen. Und was wir dann hier natürlich auch noch haben, ist der Kran. Der würde von hier nach unten kommen. Und hier hat man dann nochmal so ein bisschen Lagerfläche, damit man hier den Kran direkt entladen kann quasi. Und dann kann man den wieder hochschicken und dann kann der nochmal neue Sachen holen. So, und dann hätte man hier auf jeden Fall die Doppeltür. Die kann man natürlich auch wieder nur von innen öffnen. Deswegen habe ich die jetzt mal offen gelassen. Das bedeutet, hier haben wir wieder eine 3x3 Pistentür und hier auch nochmal. Und dann kommen wir hier schon mal in den, in so einen kleinen mittleren Sammelraum vom Bunker quasi. Von hier aus hat man dann nochmal diverse Wege. Zum einen, wie gesagt, hier zum Ausgang. Und dann haben wir hier rechts nochmal die Farmstation. Links haben wir so einen Maschinenraum. Und geradeaus geht es dann noch weiter in den Bunker hinein. Und ich dachte, es wäre ganz cool, wenn man hier vielleicht so einen kleinen Baum hinstellt. Das finde ich ganz nett geworden. Und was ich hier noch gemacht habe, war eigentlich so ein Terrarium. Ich habe auch überlegt, da Spinnen reinzutun. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob das hier cool aussieht. Vielleicht sollte ich da lieber auch wieder einfach so eine feste Wand hinbauen. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das jetzt so cool findet oder eher nicht so. Am Anfang dachte ich, es wäre eine coole Idee tatsächlich, aber irgendwie mittlerweile, so eine Wand sieht vielleicht doch ein bisschen besser aus und besser für einen Bunker, keine Ahnung. Ja, ich würde sagen, wir gucken uns zuerst mal die Farmstation an, die haben wir hier rechts. Ist natürlich auch wieder mit so einer 3x3 Tür gesichert, die man zumachen kann. Und ja, hier drin hat man dann alles so, was man eben so auf einer Farmstation gebrauchen könnte, damit man halt nachhaltig auch Essen natürlich immer hat und hier theoretisch für so lange, wie man möchte, im Bunker bleiben könnte. Hier rechts, fangen wir mal mit an, würde ich sagen, haben wir so einen kleinen Fischtank oder so ein Fischaquarium, wo man halt Fische züchten kann und dann hat man hier noch so ein bisschen, ja, so ein bisschen Deko halt einfach und dann hat man halt auch lebende Tiere, die man essen kann, ist ja natürlich auch sehr wichtig. Und dann hat man hier noch so ein bisschen was, wo man die Fische vielleicht reintun kann und noch Kisten, wo man irgendwas lagern kann und so weiter. Ja, hier vorne, das sollen so Kräuter vielleicht sein, die man dann hier so ein bisschen ernten kann. Hier auch noch eine kaputte Pflanze, die irgendwie eingegangen ist oder sowas, weil sie kein Licht kriegt oder so. Und dann haben wir hier vorne natürlich nochmal das Farmland, wo man dann Karotten anbaut und Kartoffeln und rote Beete und sowas alles. Und dann haben wir hier so eine Beleuchtung natürlich und gleichzeitig könnte das auch so ein Wasserspender-Dings sein. Ich weiß gerade, ich komme gerade nicht auf den Namen, irgendwie so ein, ja, das Ding, was man in der Dusche, ein Duschkopf ist das hier, genau. Und da kommt dann halt das Wasser raus und bewässert hier halt die Pflanzen und so weiter. Und insgesamt haben wir von diesen Dingern hier so drei von diesen Einheiten quasi, wo man halt Sachen anbauen kann. Hier vorne haben wir dann noch ein bisschen Kakao, kann man natürlich auch immer mal gebrauchen. Dann hier noch ein bisschen mehr Lagerfläche, Kürbisse natürlich, Melonen und so weiter. Hier eine Schubkarre, ist auch ein cooles Design, finde ich, für eine Schubkarre. Und hier vorne hat man dann nochmal ein paar mehr Kräuter und auch Blumen. Zum Beispiel Sonnenblumenkerne kann man ja essen oder es gibt ja auch diverse Blumen, die man verspeisen kann, so ein bisschen. Und dann haben wir hier vorne noch automatische Farmen. Ich glaube, zu jeder Farm hiervon habe ich sogar ein Tutorial hochgeladen. Falls ihr euch dafür interessiert, könnt ihr gerne mal auf meinem Kanal suchen. Hier haben wir eine automatische Kürbisfarm zum einen, dann haben wir hier eine automatische Melonenfarm, wie man sieht. Und dann natürlich noch Bambus, wobei ich nicht weiß, wofür man Bambus vielleicht benutzen könnte in einem Bunker. Aber na, ist auch egal. Ein Zuckerrohr haben wir natürlich, ja, wenn man es irgendwie, wenn man irgendwas süßen will oder so, hat man noch Zuckerrohr. Ist natürlich auch ziemlich cool und insgesamt hat man dann hier eine voll funktionsfähige Farmstation quasi, dass man halt auch möglichst lange hier unten überleben kann. Man braucht natürlich aber auch noch sehr viel mehr als einfach nur Essen, um zu überleben. Und dafür haben wir hier vorne den Maschinenraum und da haben wir dann so die ganzen anderen wichtigen Sachen, die man so zum Überleben brauchen könnte. Ich würde sagen, wir fangen mal hier an. Hier haben wir nämlich fette Wassertanks, wo das Wasser nochmal gefiltert werden kann
Und da gibt's auch nochmal ein bisschen was mit Redstone, denn ihr seht schon, hier kommen jetzt Blubberblasen hoch. Das sieht so ein bisschen aus, als würde das Wasser irgendwie bearbeitet werden oder aufbereitet oder sowas. Und das kann man mit diesem Schalter hier abstellen. Dann geht nämlich der Soul Sand nach unten und die Blasen verschwinden dann. Ist auch eine ganz coole Sache auf jeden Fall, finde ich ziemlich nice. Und dann hat man hier vielleicht nochmal so die Möglichkeit, irgendwie nochmal so eine Probe zu nehmen, ob das hier jetzt gereinigtes Wasser ist oder ob das irgendwie immer noch, was weiß ich, kontaminiert ist oder sowas oder nicht ganz frisch oder irgendwie sowas. Ist auf jeden Fall auch eine coole Sache. Hier vorne haben wir dann die Treppe, die man hier nach oben gehen kann. Tralala. Und dann kommt man hier eben auf diesen Weg hier wieder. Und dann haben wir hier vorne nochmal, also ich habe mir überlegt, das hier könnte so ein Luftfilter sein, wo dann irgendwie Luft angesaugt wird von oben und das wird dann aufbereitet und geht dann hier weiter in das Bunkersystem dann rein. Wir haben ja wie gesagt überall diese Abluftschächte und so weiter. Ja, würde ich sagen, ist auch eine coole Sache. Dann haben wir hier noch Generatoren, die sorgen einmal natürlich für Wärme, weil hier Kohle verbrannt werden kann. Und natürlich auch noch für Strom. Das hier soll so ein bisschen den Strom, die Stromleitungen symbolisieren irgendwie. Ja, fand ich eigentlich auch eine ganz coole Idee. Dann haben wir natürlich einen ganzen Haufen Kohle hier und auch eine Schubkarre, weil das Ganze ja mit Kohle betrieben wird. Man kann auch die Generatoren hier öffnen, da muss man einfach den Schalter umlegen und dann kann man hier zu den Öfen hin. Ja, und da würde man halt Kohle dann verbrennen und dann dadurch eben, wie gesagt, Wärme und Strom generieren, was man natürlich auch im Bunker gebrauchen kann. Wobei ich überlege gerade, eigentlich ist man ja relativ tief in der Erde hier mit dem Bunker. Man könnte natürlich auch irgendwie so eine Geothermal Station hier einbauen, also das bedeutet Bodenwärme quasi. Das wäre eigentlich auch eine coole Idee. So, ich mache mal kurz die Distanz hier ein bisschen höher. Damit wir, na, wobei es laggt halt irgendwie ein bisschen in dem Bunker. Also ich habe das Gefühl, ich habe zu viel Redstone benutzt, weil es laggt halt wirklich teilweise. Deswegen spiele ich ja meistens auf einer niedrigen Renderdistanz, gerade auch noch, wenn ich aufnehme und Shader und so habe. Ja, ich denke, das wird auch reichen. Also ich, jetzt könnt ihr eigentlich auch mal in die Kommentare schreiben. Würdet ihr lieber ein Video haben mit Shader, wo man weit gucken kann, oder eins, was flüssig ist und halt irgendwie 60 FPS hat oder sowas. Und ich würde sagen, 60 FPS sind mir lieber, deswegen mache ich jetzt hier mal auf zwei Chunks. Ja, und dann gehen wir hier mal weiter in den Bunker rein. Das hier ist jetzt quasi das Herzstück vom Bunker. Das bedeutet, hier würde man halt rumlaufen und hier wohnt man und so weiter. Und dann haben wir hier natürlich auch wieder eine 3x3 Pistentür. Die kann man diesmal sogar von diesem Schalter aus einmal zumachen, das kann ich euch mal zeigen. Und dann wäre halt die Tür hier verriegelt und man könnte halt nur noch in dem Bunker hier rumlaufen. Und hier vorne hätte man dann so eine Art Information oder Rezeption, wo dann halt immer jemand sitzt und das Ganze hier kontrolliert, wer halt ein- und ausgeht und so weiter. Ja, oder so Wachpersonal könnte man hier auch hinmachen und so. Wäre auf jeden Fall eine coole Sache. Gegenüber hier haben wir nochmal so einen Hauswirtschaftsraum, sage ich mal, wo man nochmal so einen Generator, meine ich, hat. Dann natürlich auch noch ein bisschen Lager und dann wären hier halt, keine Ahnung, irgendwie ein Staubsauger wäre dann hier und irgendwie, was weiß ich, solche Sachen wären dann halt hier drinne. Damit man das hier halt alles schön sauber machen kann, hier den Teppich. Und dann können wir jetzt hier in verschiedene Richtungen gehen. Ich würde sagen, wir gehen erstmal nach links, denn hier kommt man erstmal natürlich zu der Information hier unten rein. Und hier würde man dann halt sitzen und könnte das Tor kontrollieren und so weiter. Und hier haben wir auch nochmal Schalter. Hier könnte man jetzt einstellen, dass zum Beispiel die Tür immer offen ist oder immer geschlossen ist. Egal, was der Schalter da vorne sagt. Ja, je nachdem, wie man es halt braucht. Und dann haben wir hier natürlich noch mehr Akten und noch ein bisschen Lagerplatz und sowas alles. Ja, einfach so ein bisschen Buchhaltung ist dann hier quasi. Und dann kann man hier allerdings noch weiter reingehen. Und hier kommen wir jetzt zu etwas, was ich ziemlich cool finde. Und zwar ist das ein Labor. Hier natürlich auch wieder eine 3x3 Pistentür, die man schließen kann. Und hier im Labor hat man dann auch wieder alles Mögliche, was man so brauchen könnte. Zum einen hat man hier natürlich so einen Platz, wo man halt irgendwie Sachen berechnen kann oder notieren kann und sich überlegen kann und so weiter. So ein Büro halt einfach, wo man dann noch Fachbücher hat und so weiter. Und zum anderen haben wir hier auch ein richtiges Büro, was hier abgeschirmt ist durch diese Glastür oder durch diese Glaswand vielmehr. Aber man kann da auch reingehen, da haben wir hier eine Glastür. Da geht man dann einfach hier rein, geht dann einmal hier hin und wäscht sich dann einmal ab quasi, dass man hier nichts mit reinbringt quasi. Und dann geht man da wieder rüber und das Wasser geht aus. Dann kann man hier nämlich einfach den Knopf drücken und kommt hier ins Labor rein. Und dann hat man hier halt zum einen Fische, die man irgendwie für Versuche benutzen kann oder sowas. Dann hat man hier nochmal irgendwie Wasser, das irgendwie bearbeitet ist. Dann hier noch diverse Proben vielleicht. So ein bisschen Arbeitsfläche, dann kann man hier Sachen erwärmen und was auch immer. Also ich bin nicht so oft in Labors unterwegs, ich weiß nicht, wie das alles abläuft. Aber ja, Wasser hat man dann hier nochmal so eine isolierte Blume, die man irgendwie bearbeiten kann. Dann hat man hier noch so einen Ofen, wo man Sachen erhitzen kann. Hier vorne hat man so einen Kühlschrank, wo man Sachen halt einfrieren kann und so weiter. Und ich denke, sowas kann auf jeden Fall jedes Labor auf jeden Fall gebrauchen. Und dann kann man hier halt, wie gesagt, ganz einfach rausgehen. Würde sich dann jetzt nochmal abwaschen, damit man halt hier nichts irgendwie mit rausbringt, was da raus soll. Weil wir reden ja hier auch über einen Bunker. Und den würde man natürlich benutzen, wenn es irgendwie eine Apokalypse gibt oder sowas. Und
Ja, meistens ist das dann ja irgendwie ein Zombie-Virus oder sowas, was auch immer, und dann kann man hier vielleicht drin forschen oder sowas und ein Gegenmittel erfinden. Ja, das war so das Labor. Was wir hier dann noch haben, das habe ich nämlich gar nicht in dem Video gezeigt, weil ich das einfach vergessen habe. Und das ist voll dumm, dass ich das vergessen habe. Das ist das Wichtigste eigentlich. Und zwar ist das das Lager. Und man braucht natürlich ein Lager im Bunker. Man muss ja lange durchhalten hier drinnen und hat halt keine Chance, da irgendwie was anderes zu bekommen, abgesehen von der Farmstation jetzt. Und ja, wir haben hier ein großes Lager, was jetzt nicht so besonders aussieht. Deswegen habe ich auch noch kein Video dazu gemacht. Im Endeffekt sind das hier einfach so alle möglichen Sachen, die man gebrauchen kann. Bedeutet Melonen, Kürbisse essen, wir haben hier Betten, wir haben hier Holz, dann haben wir hier noch ein bisschen so Pilze, noch mehr Holz und Sachen, die man halt gebrauchen kann. Kohle, Eisen, falls was kaputt geht, diverse Haushaltsgeräte sind hier quasi. Dann haben wir hier noch Holz, wir haben Steine, wir haben noch mehr Holz, wir haben hier Werkzeuge, Rüstung, wir haben hier noch mehr, hier, wie nennt man, Textilien halt, Lampen, Ersatzlampen, Glocken und sowas alles, was man halt gebrauchen könnte. Und hier vorne haben wir noch eine Tür, die ist verschlossen, da gehen wir aber trotzdem rein. Aber diese Tür hat einen Schalter, und wenn ihr euch die Map downloadet, könnt ihr ja mal versuchen, den Schalter zu finden, der ist versteckt. Und ich werde euch mal nicht zeigen, wo der ist, dann habt ihr vielleicht irgendwie mehr Spaß daran, den zu finden oder sowas. Und wenn man hier reinkommt, kommt man nämlich in den Tresor, sage ich mal. Also hier sind die wertvollen Sachen drinne. Ihr seht schon, wir haben hier verzauberte Diamantrüstung, wir haben hier Goldblöcke, Diamanten, wir haben den Drachenkopf, wir haben hier Nether Star, wir haben hier Schalkerboxen, halt das ganze richtig coole Zeug ist denn hier drinne. Dachte ich, wäre auch eine coole Idee, weil es gibt ja auch viele Leute, die ihre Wertsachen irgendwie in so einem Bunker verstecken. Zum Beispiel in der Schweiz habe ich das mal gesehen, dass irgendwelche Bitcoin-Millionäre und so weiter, die haben halt ihre Bitcoins quasi nicht irgendwie zu Hause oder sowas, sondern halt in irgendeinem Bunker in den Alpen. Fand ich auch eine coole Idee, auf jeden Fall. Und deswegen, wie gesagt, wenn ihr diese Tür öffnen möchtet, dann müsst ihr leider den Schalter finden oder suchen. Ist vielleicht auch ganz witzig. Ich finde das immer cool, wenn man auf Maps noch ein bisschen was entdecken kann und noch nicht alles direkt weiß. So, und wir laufen jetzt hier einfach mal wieder zu dieser Information, wo wir am Anfang gewesen sind, und gehen jetzt mal geradeaus weiter. Und dann haben wir hier links direkt eine Tür. Da können wir jetzt mal reingehen. Das ist eine kleine Wohneinheit. Ich habe insgesamt 4 davon hier im Bunker gebaut. Und da hat man dann einfach so ein bisschen, ja, Privatsphäre, sage ich mal, und so die wichtigen Sachen, Toilette und hier ein Spülbecken. Und dann hat man halt hier einen Fernseher und halt Betten, dass man halt einfach so ein kleines eigenes Zimmer halt hat quasi, dass man halt auch einen Rückzugsort hat und nicht halt immer so aufeinander hockt. Das ist, glaube ich, auch nicht so schön. Dann wird man vielleicht gereizt oder sowas, keine Ahnung. Und wie gesagt, insgesamt habe ich 4 Stück davon. Hier haben wir nochmal einen. Und dann, wenn man hier nach rechts geht, haben wir hier auch nochmal eine. Und hier haben wir auch nochmal so eine Einheit, wo man dann halt einfach, ja, ne, für sich nochmal halt ein Bett hat und da chillen kann und so weiter. Ist vielleicht auch ganz cool. So, wir gehen jetzt weiter geradeaus und dann hier nach rechts, wo wir gerade schon waren. Und hier kommen wir dann in so eine Art, ja, Büro oder Krisensitzungssaal oder Kongress oder was auch immer, wie man das nennen möchte. Hier haben wir einmal einen großen Tisch, wo man sich dann hinsetzen kann und beraten kann, was so die nächsten Schritte vielleicht wären. Hier haben wir noch so ein bisschen coole Sachen, zum Beispiel eine Elytra, ein Drachenei, und hier vorne haben wir, glaube ich, ja, hier Schildkröteneier auch noch. Dann haben wir noch Sitzplätze oder Arbeitsplätze vielmehr, wo man dann halt vielleicht auch noch arbeiten könnte. Hier vorne auch nochmal. Und dann haben wir hier nochmal eine große Karte. Es könnte so eine Strategiekarte sein, wo man irgendwas sich überlegt oder sowas. Dann hier natürlich noch sehr viel mehr Bücher. Und ja, wie gesagt, das ist halt einfach nur, dass man sich hier beraten kann vielleicht, falls jetzt zum Beispiel ein Krieg ist. Das gibt's ja auch noch die Möglichkeit, dass man dann in den Bunker geht, wenn es Krieg gibt. Und dann muss natürlich dann die Regierung zum Beispiel auch noch in der Lage sein, irgendwelche Entscheidungen zu treffen. Und das könnte man jetzt zum Beispiel hier besprechen, und dann hat man hier auch noch, wie gesagt, die Strategiekarte und Bücher, und hier können dann Funker sitzen oder sowas, die dann kommunizieren und so weiter. Dachte ich, wäre auch eine coole Idee. Und was wir denn hier natürlich auch noch haben, ist einmal der Kontrollraum für die ganzen Türen. Ihr seht schon, das sind einige Schalter, und hier kann man sich auch einsperren, wenn man möchte. Dann macht man einfach die Tür zu. Die kann man auch von außen nicht aufmachen. Und dann sitzt man halt hier drinnen und kann halt, ja, die ganzen Türen steuern. Ich überlege gerade, was ist das denn hier? Den hätte ich nach da machen müssen. Okay, da muss ich mich dran erinnern, dass ich hier nochmal das Schild verbessere. So. Denn hier sind tatsächlich auch noch ein paar Schilder, die noch keine Bedeutung haben, oder ein paar Schalter vielmehr. Aber so die meisten haben hier eine Bedeutung. Und was man hier auch machen könnte, ist zum Beispiel den Hauptschalter zu benutzen. Wenn ich jetzt hier die Lampe anschalte, dann funktioniert dieser Schalter. Und damit könnte ich gleichzeitig jede Tür aufmachen oder jede Tür schließen. Das ist eigentlich auch eine ganz coole Sache. Und auch hier gibt es halt natürlich wieder den Weg nach unten. Und dann kann man sich hier mal das ganze Redstone-Zeugs angucken, was ich hier gebaut habe, falls euch das interessiert. Ja, wie gesagt, ich bin nicht so gut mit Redstone, aber es funktioniert alles und das ist die Hauptsache. Aber wenn ihr Lust habt, könnt ihr das natürlich noch hübscher bauen und so weiter, und es gibt sicherlich noch Verbesserungsmöglichkeiten. Und ihr könnt den Bunker ja auch erweitern, wenn ihr möchtet. Wenn ihr euch das runterladet und noch eine coole Idee habt, dann könnt ihr natürlich alles noch hier verbinden und so weiter.
So, wir gehen jetzt aber erstmal hier wieder raus und noch tiefer in den Bunker rein. Also jetzt hatten wir so ein paar Sachen, die man auch nicht so unbedingt braucht. Also so, ne? Labor ist ja auch mehr Luxus, so mehr oder weniger. Ist ja auch ein Luxusbunker, hier soll es ja alles drin geben. Und wir haben noch mehr von den Sachen, die man vielleicht nicht unbedingt braucht. Und zwar haben wir jetzt hier drei Wege. Wir können geradeaus gehen, da kommen wir dann nochmal in den Aufenthaltsraum quasi. Nach links und nach rechts. Und wir gehen zunächst nach rechts. Diesen pinken Weg hier nach unten. Und dann kommt man hier nämlich in etwas, was ich sehr wichtig finde in einem Bunker. Und zwar ist das ein Gym. Ja, hier haben wir alles Mögliche, was man so sportlich gerne machen möchte, in einem coolen Design auf jeden Fall, finde ich zumindest. Also es sieht auch ein bisschen aus wie eine Sporthalle tatsächlich. Und hier hat man dann, wie gesagt, das ist halt super wichtig, dass man im Bunker auch ein bisschen fit bleibt und sich bewegt und so weiter. Und man kann halt auch sehr gut Zeit hier totschlagen. Und ich würde sagen, wir fangen mal hier an. Hier haben wir natürlich ein großes Schwimmbecken, wo man dann irgendwie auch, ja, halt schwimmen kann und tauchen und so weiter, was man halt in so einem Schwimmbecken macht. Ich bin nicht so der Schwimmfreund, aber es gibt ja Leute, die gerne schwimmen und dann hat man halt hier sowas. Man hat ja auch eine Glocke, dann kann man hier vielleicht irgendwelche Rennen machen oder sowas. Und das hier, das sollen irgendwelche Wasserbälle sein oder sowas. Es gibt ja dieses Wasserball, das man dann hier spielen kann. Ist auf jeden Fall eine coole Sache hier. Dann haben wir hier so eine grüne Fläche, da kann man dann irgendwie laufen oder sowas. Oder Wettrennen machen oder springen und so weiter. Oder irgendwelche Sachen ziehen und schieben. Ist auch eine coole Sache. Hier vorne haben wir dann noch mehr Gewichte. Also das hier sollen Gewichte sein. Und dann kann man hier irgendwie auf den Matten vielleicht Yoga machen oder sowas. Was auch ziemlich cool ist. Und dann hier halt so ein bisschen Standard-Gym-Sachen, Laufbahn, dann haben wir hier Langhanteln, Kurzhanteln, wir haben hier so Protection-Dinger, was man halt anzieht, wenn man sich so, wenn man so Kampfsporttraining macht, sage ich mal. Dann haben wir hier einen Boxsack, wir haben hier noch mehr Hanteln, und dann haben wir hier auch so Kletterwände, wo man halt hochklettern kann, da kann man ja auch diverse Übungen dran machen. Dann haben wir natürlich auch noch Bänke, damit man halt irgendwie Bankdrücken machen kann oder sowas. Und hier vorne haben wir dann einmal zwei Türen, das sind Umkleidekabinen quasi, also wir haben hier ganz normale Umkleidekabinen und halt einmal für Frauen und einmal für Männer. Und hier haben wir dann auch nochmal Duschen, kann man duschen und dann hier auch nochmal Toiletten, damit man nicht so weit laufen muss, wenn man mal beim Sport auf Klo muss. Und wie gesagt, das Ganze sieht dann hier nochmal genauso aus, nur halt spiegelverkehrt für Frauen und für Männer halt, wie gesagt. Hier vorne haben wir nochmal zwei Türen, da haben wir zum einen hier so ein bisschen Wellness-Oasen-Feeling, wenn man hier reingeht und dann hat man hier so einen großen Whirlpool, wo man sich dann irgendwie nochmal ja, entspannen kann vielleicht. Finde ich auch ein richtig geiles Design. Also die Idee fand ich auf jeden Fall richtig nice, die ich da hatte. Und ich habe auch überlegt, vielleicht mal so ein Badezimmer-Design in dieser Farbgebung zu machen. Weil ich finde so diese Wasserblöcke, sage ich mal, also diese Sachen, die man aus einem Nether-Tempel Ocean-Tempel bekommt, also aus einem Meerestempel, die finde ich halt ziemlich nice in Kombination mit Gold halt und in Kombination auch mit diesen Endrods und Seelaternen. Das sieht ziemlich cool aus, finde ich. Kann man auf jeden Fall machen. Und wie gesagt, hier hat man dann so ein Ding, wo man sich umziehen kann hinter. Und dann kann man hier in den Whirlpool und ja, das ist ganz cool. Hier vorne hat man dann noch mehr so Wellness-Zeug. Und so haben wir hier eine Sauna tatsächlich, wo man sich dann auch irgendwie entspannen kann. Wobei ich Sauna, glaube ich, nicht so cool finde. Ich war jetzt noch nie in einer, aber ich glaube, ich weiß, ich mag es halt nicht, wenn es einfach so eklig warm ist, irgendwie, keine Ahnung. Aber es gibt ja Leute, die es mögen und für die ist so eine Sauna sicherlich auch cool. Und ich denke, wenn ich in so einem Bunker hocken würde für 10 Jahre, dann würde ich auch mal die Sauna ausprobieren wahrscheinlich. Ja, einfach so zur Abwechslung halt. Und ja, das war so im Großen und Ganzen das Gym hier. Ich denke, man hat hier so alles Mögliche, was man gebrauchen könnte, auf jeden Fall am Start. Und dann gehen wir nochmal auf der anderen Seite runter. Und da haben wir nämlich etwas, was auch, denke ich, sehr wichtig ist und in vielen Bunkern vielleicht nicht unbedingt bedacht wird. Und zwar haben wir hier eine Schule. Natürlich zum einen für die Kinder, falls man hier Kinder mit runternimmt, die müssen natürlich unterrichtet werden, ist natürlich viel besser für die, wenn sie halt Sachen wissen und verstehen und so weiter. Aber auch für Erwachsene natürlich, man kann sich ja immer weiterbilden und gerade wenn man so viel Zeit hat in einem Bunker und nicht unbedingt immer Sport machen möchte, kann man sich natürlich auch noch einfach verbessern. Man hat hier natürlich die Möglichkeiten, sich in allem Möglichen zu verbessern hier in der Schule jetzt. Wir haben hier zum einen natürlich eine Tafel, wo dann der Lehrer vielleicht irgendwas erklären kann. Dann haben wir hier, das soll so ein Skelett sein, wo man dann irgendwelche Sachen dran erkennen kann zum Beispiel. Denn hier noch Sitzplätze und sowas natürlich, aber wir haben ja natürlich auch ganz viele andere Sachen, zum Beispiel malen und einfach künstlerisch sein kann man natürlich auch üben. Dann haben wir hier so ein bisschen so Biologie quasi, wo man dann irgendwie, also entweder könnte das hier so ein Modell sein vielleicht oder es können halt echte Pflanzen sein, wo man sich drum kümmern muss. Dann guckt man halt, wie die wachsen und so weiter. Aber es gibt natürlich auch die Möglichkeit, handwerklich sich zu verbessern quasi, dann kann man hier ein bisschen werken und alles mögliche hier machen und dann natürlich auch noch Bücher lesen und so weiter, ist ja klar. Dann haben wir hier noch Mülleimer. Und ich denke, sowas ist auch cool und halt auch sehr wichtig, weil es wird halt sonst schnell langweilig, wenn man halt einfach nur auf dem Fleck hockt. Ich denke, Lernen ist ja immer spannend, vor allem wenn man halt wie hier ein bisschen mehr Auswahl hat. Also wenn man jetzt irgendwie nicht handwerklich so begabt ist, kann man halt lesen oder man kann malen, wenn man möchte. Ja, auf jeden Fall eine coole Sache. So,
Und jetzt geht's noch weiter in den Bunker rein. Und jetzt kommen wir langsam in das wirkliche Herzstück des Bunkers. Wir kommen jetzt hier in den Aufenthaltsraum. Und dieser Aufenthaltsraum ist nochmal besonders. Denn ihr seht schon wieder, hier ist eine Tür. Und diese Tür kann man nicht von dem Kontrollraum aus steuern, sondern die kann man nur von hier drinnen steuern. Ich zeige euch mal kurz, wo das ist. Das ist hier versteckt. Da kann man hier den Schalter umlegen. Hoppala, wenn ich rankomme. Zack. Dann kann man das wieder zumachen. Und dann geht hier die Tür zu. Und wenn diese Tür hier zugeht, dann ist man hier komplett abgeschirmt von dem anderen Teil des Bunkers. Aber das ist okay, denn auch dieser Teil des Bunkers hat nochmal alle wichtigen Funktionen, die man zum Überleben braucht, nochmal als einzelne Einheit quasi. Das bedeutet, theoretisch bräuchte man nichts von dem, was da vorne ist. Ist natürlich schön, wenn man so ein Gym hat und eine Schule und so weiter. Aber theoretisch reicht es, dass man nur hier drin ist und hier hat man wieder alles, um nachhaltig auch zu leben. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit dieser Ecke hier an. Und zwar haben wir hier so eine Bücherecke, sage ich mal, wo man noch ein bisschen Bücherei-Feeling hat und naja, halt Bücher und sowas und lesen kann. Und dann hat man hier so einen Tisch, wo man nochmal, ja, einfach lesen kann und sich entspannen kann. Wir haben auf jeden Fall auch eine nice Sache. Und wie gesagt, hier natürlich Details, immer zum Beispiel Lüftungsschächte und so weiter. Wir haben auch einen kleinen Vogelkäfig, wo wir zwei Vögel haben. Die kann man natürlich auch gerne in so einem Bunker haben. Die brauchen ja nicht so viel, ja, wie jetzt zum Beispiel irgendwelche Kühe oder sowas. Die brauchen dann natürlich sehr viel mehr Platz als Vögel. Ja, und hier vorne hinter der Eisentür haben wir nochmal eine Wohneinheit. Die haben wir auf der anderen Seite auch nochmal gespiegelt. Deswegen würde ich euch zeigen, würde ich euch jetzt mal eine zeigen. Und zwar haben wir hier jetzt insgesamt erstmal den Platz quasi für zwei Erwachsene und zwei Kinder. Also so eine Standardfamilie, sage ich mal. Und da haben wir hier zumal ein Kinderzimmer. Ja, relativ spartanisch eingerichtet. Wir haben hier halt einen Kleiderschrank oder einen Schrank. Ein Bett, ein Teppich und halt nochmal ein bisschen Bücher und Sitzplatz und Laternen und so weiter. Und das andere Kinderzimmer ist hier vorne, das sieht genauso aus, nur halt nochmal spiegelverkehrt. Und dann haben wir so eine Art eigenes Wohnzimmer nochmal, wo man dann hier auch nochmal sitzen kann. Dann hat man hier auch noch ein Sofa und einen Fernseher und ja, Bücher nochmal. Wir haben hier auch ein eigenes Badezimmer nochmal, das ist tatsächlich komplett ausgestattet. Das ist mein gutes altes 5x5 Badezimmer, was ja schon einige Videos hat, quasi, wo ich das erkläre. Da haben wir natürlich eine Dusche, wir haben hier eine Badewanne, wir haben auch eine Toilette und wir haben hier auch ein Waschbecken. Also alles, was man braucht eigentlich. Und hier vorne haben wir dann nochmal das Schlafzimmer für die Eltern, sage ich mal. Hier ein Doppelbett und dann hier nochmal ein bisschen mehr Platz. Wir haben hier nochmal einen Schrank, noch mehr Bücher, wir haben hier nochmal eine Sitzecke. Und hier vorne hinter der Tür haben wir nochmal so einen kleinen, so einen kleinen Versorgungsraum. Denn hier haben wir nochmal eine Miniaturvariante von den Räumen, die wir jetzt in dem anderen Bunkerteil hatten. Zum einen haben wir hier einmal so eine Luftfilteranlage und so eine kleine Farmstation, damit man halt hier auch, wie gesagt, lange und möglichst autark halt auch leben könnte in dieser Bunkereinheit oder in diesem Teil des Bunkers. Und sowas ähnliches haben wir auch nochmal auf der anderen Seite. Können wir jetzt auch nochmal schnell hinfliegen, zack. Und zwar sieht die natürlich erstmal genauso aus, das bedeutet, wir haben hier wieder die beiden Kinderzimmer, wir haben hier auch wieder das gleiche Wohnzimmerdesign und auch hier wieder das Badezimmerdesign. Und auch das Schlafzimmer ist eigentlich genauso gebaut, nur dass wir hier hinten halt in der Tür keine Farmstation haben, sondern wir haben hier halt einen Generator, den wir benutzen können, um Strom und Wärme zu gewinnen. Und wir haben auch eine Wasserfilteranlage, wo man halt das Wasser filtern kann. Auch eine ziemlich nice Sache und wie gesagt, man könnte halt auch in diesem Teil des Bunkers ganz autark auch noch wahrscheinlich sehr lange überleben. So, und hier vorne haben wir dann auch nochmal ein bisschen was Cooles, damit man halt ein bisschen die Zeit totschlagen kann. Und so haben wir hier einen Billardtisch. Dann haben wir noch ein bisschen so, ja, Stauraum für die Kugeln und für die Schläger und so weiter. Ich weiß gar nicht, wie man die irgendwie Curl oder so, ich weiß es nicht. Für die Schläger, für, ne, für Billardschläger halt. Und auch für die Tischtennisschläger, denn hier gibt es auch eine Tischtennisplatte. Was auch ein ziemlich cooles Design ist, das habe ich noch nirgendwo so gesehen. Aber ich bin irgendwie drauf gekommen und ich finde das eigentlich ziemlich nice. Dann haben wir hier noch Bälle, die können natürlich auch nicht schaden, kann man natürlich immer mal mitspielen. Und hier vorne haben wir dann nochmal einen großen Fernseher für irgendwelche Kinoabende. Dann hier nochmal eine große Couch. Natürlich eine fette Anlage, wenn man Musik hören will und so weiter. Auch ziemlich cool alles. Hier haben wir nochmal einen kleinen Schrank mit nochmal einem, einer CD-Anlage hier im CD-Player und so weiter. Und hier vorne haben wir dann das große Festmahl, die große Tafelrunde quasi, wo man dann zusammen essen kann. Insgesamt sind hier acht Plätze, wo man sich hinsetzen kann. Wie gesagt, da kann man hier zusammen essen. Weil ich denke auch so Routine und sowas ist vielleicht auch ganz wichtig, wenn man in so einem Bunker ist, damit man halt nicht abdreht, sage ich mal. Und hier vorne haben wir dann natürlich wieder das große Riven und Yasu-Bild. Ziemlich insane. Und dann haben wir hier nochmal so einen kleinen Tisch, wo man auch nochmal sitzen könnte. Hier vorne nochmal einen Mülleimer. Und dann haben wir hier natürlich die große Küche, die ich auch ziemlich cool finde. Ist auch ein ziemlich tolles, eine ziemlich tolle Küche geworden, finde ich. Hier hat man natürlich auch wieder alles, was man gebrauchen kann. Wir haben hier diverse Öfen, wir haben hier so einen Wetzstein, damit die Messer scharf sind. Wir haben hier eine Dunstabzugshaube, wir haben hier warmes und kaltes Wasser, wir haben hier Kochbücher.
eine kleine Kochinsel, wo man halt Gläser haben kann und auch einen Kuchen. Wir haben hier einen Kühlschrank. Wir haben hier nochmal natürlich diverse Getränke, sage ich mal. Wir können hier irgendwelche Cocktails machen. Und wir haben auch diese coole Glocke hier, falls das Essen fertig ist, kann man da läuten. Und dann kann man hier das Essen verteilen quasi. Was wir dann hier noch haben, ist natürlich eine Vorratskammer, die in drei Teile aufgeteilt ist. Und ich finde, die Vorratskammer ist, glaube ich, so mein Lieblingsraum tatsächlich hier. Oder vielleicht tatsächlich dieses Wellness-Ding da, das sah auch ziemlich cool aus. Aber darauf bin ich auch sehr stolz, das finde ich auch cool geworden. Wir haben hier natürlich einmal alles, was man so in der Küche brauchen kann. Vom Lebensmitteln, Pilze, Wasser, irgendwelche anderen Getränke, dann natürlich noch Ersatzteile, irgendwelche Lampen, ein Wetzstein, dann noch Kissen, wo man Sachen drin lagern kann. Wir haben hier Kräuter, wir haben hier noch solche Ersatzglocken, sage ich mal. Und was wir hier halt vor allem noch haben, ist zum einen eine Räucherkammer. Die finde ich auch ziemlich cool, hier kann man halt seine Sachen haltbar machen. Zum Beispiel die Fische halt und so weiter. Das ist auf jeden Fall auch eine coole Sache. Und dann hängt hier halt so Fleisch von der Decke. Und auch mit den Rauchpartikeln, das sieht halt einfach gut aus mit diesen Lagerfeuern halt. Und ich denke, das kann man auf jeden Fall erkennen, dass das so eine Räucherkammer sein soll. Und was wir hier vorne noch haben, ist nochmal so eine Gefrierkammer quasi, wo man dann auch nochmal überall Eis hat und so ein bisschen Schnee und so weiter. Und da kann man dann halt auch nochmal Sachen haltbarer machen und einfrieren und so weiter. Und ich finde, dafür ist das Netherquarz ziemlich cool, denn das sieht jetzt so aus, als wäre da irgendwie gefrorenes Wasser dran an dem Fleisch. Gefällt mir auch sehr gut, gerade mit dem Shader sieht das hier einfach ziemlich nice aus. Und dann hat man halt hier, wie gesagt, nochmal die Möglichkeit, viel zu lagern und halt auch frisch zu kochen tatsächlich, in Kombination natürlich mit der Farmstation. Das ist auf jeden Fall eine coole Sache. Und das war im Großen und Ganzen jetzt so der Aufenthaltsraum, sage ich mal. Aber wir haben hier natürlich noch ein bisschen was. Und so haben wir zum einen hier nochmal so ein großes Badezimmer, was nochmal alle benutzen können. Auch nochmal so ein bisschen in dem Stil wie dieses Wellness-Ding, allerdings nicht ganz so. Wir haben hier nämlich sehr viel mehr Quarz. Hier hat man natürlich auch wieder alles. Wir haben hier eine große Badewanne, wir haben hier zwei Duschen und auch nochmal zwei Toiletten. Und dann hier vorne natürlich auch nochmal ein Waschbecken. Finde ich, ist auch ziemlich cool geworden. Hätte man sich allerdings auch sparen können irgendwie, weil wir ja in jedem, in den Wohneinheiten haben wir auch nochmal ganze Badezimmer, aber ich dachte vielleicht, ne, kann nicht schaden oder so. Und was wir denn hier nochmal haben, was einfach auch richtig toll aussieht, finde ich, gerade mit dem Shader, ist nochmal so eine große Aquariumanlage. Und ich finde irgendwie auch die Lichteffekte sind hier ziemlich cool, weil das ist hier so ein bisschen dunkler, so ein bisschen entspannter halt und hier unten leuchtet das. Und dann hat man halt hier die Möglichkeit, sich dieses riesige Aquarium anzugucken, was halt, ich weiß gar nicht, wie groß das in echt wäre, also es müssen ja ein paar tausend Liter bestimmt sein. Ja, und da hat man dann hier so einen Korallenriff halt nachgestellt. Da hat man dann halt diverse Fische drin, also irgendwie 20 tropische Fische sind da drin und natürlich auch Tintenfische und Kugelfische sind da auch drin. Und halt diverse Pflanzen und ich finde, das sieht einfach richtig gut aus. Und ich bin auch ein richtig großer Fan von solchen Aquarien. Also fast in jeder Welt, die ich baue ich irgendwie so ein Aquarium. Und ich finde, gerade in so einem Bunker kann sowas nicht schaden. Da kann man sich hier nämlich einfach mal hinsetzen und ein bisschen entspannen. Und auch halt ein bisschen lernen natürlich über Fische, wie die sich verhalten und so weiter. Man kann halt gut Zeit totschlagen. Und das ist natürlich sehr entspannt, wenn man sich sowas anguckt. Und im schlimmsten Fall, sage ich mal, könnte man natürlich auch einfach die Fische essen. Wobei man Kugelfische zum Beispiel ja irgendwie nur schwierig zubereiten kann und so, aber ja. Ich finde, es ist insgesamt eine ziemlich coole Sache hier auf jeden Fall. Und ich finde auch insgesamt ist der Bunker, glaube ich, der beste Bunker, den ich jemals gebaut habe. Und ich habe schon einige Bunker gebaut. Und ich bin zufrieden damit. Ich bin sehr, wirklich sehr zufrieden damit, was jetzt hier insgesamt draus geworden ist. Und ich finde auch, die Videos sind eigentlich alle ziemlich gut geworden. Auch wenn ich mich natürlich total überschätzt habe. Also, ich weiß auch nicht, was ich mir gedacht habe. Ich dachte wirklich so, in drei Folgen machen wir einfach den Bunker fertig und dann haben wir das Ganze. Aber ich habe wirklich, also wie gesagt, so 30 Stunden würde ich schon schätzen. Vielleicht waren es auch 40, vielleicht waren es 25. Aber so pipapo würde ich schon sagen, waren das eine ganze Menge Arbeit. Auf die ich aber stolz bin, ich bin sehr zufrieden damit, wie gesagt. Und ich würde sagen, wenn ihr bis hierhin geschaut habt, dann schreibt mal Hashtag Bunker in die Kommentare, würde mich freuen. Und wie gesagt, Link ist in der Beschreibung. Könnt ihr euch gerne selber angucken und vielleicht noch verbessern, wenn ihr möchtet. Und auch die anderen Videos, wie ich den Bunker baue, sind natürlich in der Beschreibung. Und da zeige ich so die groben Sachen und die großen Sachen, wie man sie baut, was ich mir gedacht habe. Falls ihr auch mal so einen Bunker bauen wollt, könnt ihr euch das gerne anschauen. Oder falls ihr so einen Blick hinter die Kulissen mal haben möchtet, könnt ihr euch das auch gerne anschauen, wie gesagt. Aber ansonsten hoffe ich, es hat euch gefallen. Wie gesagt, Hashtag Bunker in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bei einem weiteren Video. Bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao.